Ich hasse es, zu telefonieren. Früher haben wir uns das ganze Sackgeld für irgendwelche Klingeltöne ausgegeben. Heute habe ich das Handy dauerhaft auf lautlos. Außer ich erwarte einen wichtigen Anruf, dann stelle ich es höchstens auf Vibration. Wenn heute das Telefon läutet, bricht zuerst mal Panik aus. Warum läutest du mir jetzt an? Was willst du von mir? Was habe ich dir gemacht? Warum? Wenn es Mami ist, nimmt man trotzdem ab. Wenn es ein Kollege ist, vielleicht. Und wenn es eine unbekannte Nummer ist, wird zuerst gewartet. Nicht wegdrucken, sonst erkennt es gegenüber, dass man es gesehen hat. Und wenn es aufgehört hat klingeln, dann wird die Nummer recherchiert. Und wenn es nicht die neue Nummer von Mami ist, dann wird nicht zurückgelüten. Es telefoniert niemand mehr gern. Hört auf mit Anrufen. Heute kann man alles online. Pizza bestellen. Online. Garagetermin vereinbaren. Online. Schluss machen. Online. Außer du willst die UPC-Abo künden, dann musst du anrufen. Die sadistischen Wichser. Die wissen genau, dass sich dann niemand mehr traut. Die spielen mit uns ein Gefühl. Hört auf mit dem. Telefonieren braucht es nicht. Fast schlimmer sind Spruchnachrichten. Kennen ihr die, die seit 2014 nur noch Spruchnachrichten verschicken? Und die sind nie kürzer als 5 Minuten. Hey Gregor, wie hast du? Bei mir ist alles gut, ich fühle mich super. Also du los, ich wollte dir etwas Wichtiges fragen. Darum habe ich gedacht, ich schicke dir erst eine Spruchnachricht. Weißt du, das geht doch am allerschnellsten. Habe ich gedacht, ich komme zum Punkt. Auf deinen Smartphones. Es ist so mühsam geworden mit den kleinen Fingern und der großen Taste. Also, nein, der große Taste und der kleinen Finger, ich weiß nicht. Ja, weißt du, ich bin jetzt gerade unterwegs ins Pilates. Das habe ich doch gesehen am Blog. Ich mache jetzt gerade meinen Healthy Month. Darum knabber ich ja noch so Hamsterfutter. So, ich habe ein prima Granola-Rezept von dieser peppigen Influencer. Was erzählst du mir von Granola? Mit deiner, weißt du, mit dem Sport und deinen Avocado-Brötchen und all das. Ja, das ist doch. Was soll ich jetzt fragen? Das passiert mir immer, wenn ich Sport mache. Ich nicht mehr von der Datenschutz stellen und dann wird immer schnell abgelenkt. Und weiß nicht, was man hätte sagen wollen. Oh, schau mal, da 5 Liebe. Ich habe gerade 5 Liebe. Wieso kommst du nicht zum Punkt? Also doch, heute Morgen ist es passiert. Ah ja, zurück zu meiner Frage. Auch Spruchnachrichten lassen wir besser sein. Besser, wir schreiben nur noch Text. Oder nicht mal das. Ich meine, wenn man sich sieht, kann man ja reden. Und wenn nicht, dann nicht. Und das hier wird dann einfach zu unserer 800-Stutz Spotify-Maschine. Ich meine, stell dir vor, ein Smartphone, aber ohne Telefonfunktion. Dafür mit Musik und Spiele. Wenn es so etwas mal würde gehen.